Karl, alles passiert. Wir haben uns unsere Mutter gesehen. Warum setzt du so eine Augenklappe auf? Big day tomorrow. So you should get some rest. Ja. Ja, wir, ihr seht, haben wir unsere Mutter. Aber so eine Augenklappe ist von innen nicht steril. Ja, aber egal, wenn Sean es cool findet, eine Augenklappe zu tragen. Seine Entscheidung. Ja, Leute, unser Plan ist jetzt, uns mit Jacob zu treffen. So einen alten Dude von unserer Kiffer-Gang, sag ich mal, von unserer Firma aus Episode 3. Der uns ein paar Informationen zur Kirche gibt, um dann Danny zu retten. Ja, vielleicht können wir einen Plan aufstellen. Dann kommt der Dude endlich. Sure, he's gonna show up. Keine Ahnung. He promised. Ja, sonst gibt's Stress. Well, if he doesn't find us, we'll find him. I can't believe how much crap you guys have been through. Wirklich krass. Könnte ich, kann ich auch nicht. Punch in the face each and every asshole that got in your way. Ja, das hab ich schon versucht. Good thing we got to meet amazing people too. Ja. Cassidy. The sweet encounters. Hope I can see them again. Cassidy. Oh, you will. So tell me about Daniel. What's he like? Er ist was Besonderes, ein kleiner Bengel. He never stops. Just like you did, you know? Ja. Okay, da kommt Jacob auch schon. Ist das Jacob? Ja. Yep. Wait here. Okay, jetzt wird geklärt. Ich weiß gar nicht mehr, wer Jacob genau war. Warte. Ach, das ist Jacob! What happened? Was hast du dir dabei? Bitte erklär's mir. Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things. I took a blanket from your tent and we left together. Okay. Okay, gut. I also kept the cash you made on the farm. It's in my car. Okay, ja, er hat schon das Richtige getan. Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape. Ja, wir auch. Gunshot wound and all by himself. I couldn't just leave him there. Okay, wenigstens. Okay, ja. Ja, das ist eigentlich mit den anderen. What about the others? Hannah, Penny. Ja. What happened to them? They ran over to Merrill's place when they found out Finn and Cass were gone. That was the last time I saw them. Okay. Then on our way out here, Daniel told me more about what happened that night. Okay. How scared he was. The blast. Daniel feels he's gotta redeem himself for what he did. Ach, deswegen. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. Nein. I should have protected him better. I'm telling you. Denn er hat einfach nur Angst, so dick seine Kraft kann er. She's waiting for him. Manchmal auch nicht richtig kontrollieren. The Reverend knows how to manipulate people. Ja. She's good at this. Hat man ja bei Daniel gesehen. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Und er hat nichts getan, oder was? Try to stop her? Sean, stop it. Why did you think I wrote to your mother? Come on. Alter, ja. There's no way they're gonna let you take him away. Too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. Ja. I'm Karen. Hi. Ja, hallo. Okay. I don't know. Wir werden da gewaltsam reingehen. Wir nehmen uns ein paar M4, ein paar AKs, ein paar Granaten, dann gehen wir da rein. But Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan.
One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man. That she's cool. With your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They believe in everything Elizabeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know you understand. Ja, wieso man jemanden bitte mit Gebeten? Alles, was in der Bibel steht, ist eh alles fake. We need his help too, Sean. Ja. Sean ist halt okay, zu Sender in Aktion. Okay, wir greifen uns hier und dann gehen wir. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Ja. Okay? Okay. Machen wir. Aber wir brauchen Waffen. Sure. I'm gonna trust you on this, Jacob. Wir müssen sie bedrohen und alles. Sie haben Pistolen und wir haben gar nichts. He will. I know him. Okay, ihn hat man ja gerade in der Kirche gesehen. Aber wir haben noch die paar Tausis. Können gut ein paar Weapons gönnen. Wir gehen kurz in einem Waffenladen und dann Peng Peng. Und passt es, Leute. Ja. Aber ich finde es gut, er hat Geld mitgenommen. Dann passt das. Und was ist das da oben links in der Luft, Alter? Das sind auch manchmal so verrückte Dinge in diesem Game. Okay, wir haben jetzt diesen Plan, nur noch umsetzen. Aber wieso kaufen die sich einfach nicht Waffen? Weil die haben Pistolen. Und wenn wir eine M4 haben, haben die mehr Schiss von uns, weil eine M4 ein Sturmgewehr ist, das viel stärker ist und mehr Schuss hat. Aber ja. Wie wollen wir da richtig reinkommen? Okay. Ja, werden wir. Thanks. We gotta be careful now. Jo. If anything happens, let me do the talking, okay? Yeah, of course. Okay, let's get this over with. Okay. Elizabeth's house is right behind the church, so in and out. Okay. Yeah. And you sure Elizabeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. There are people right outside. Oh, shit. How many? Wie viele? Okay. Thanks. People aren't supposed to come and go around the church once the service is over. Ja. Better to avoid them if we can. Ups, das wollte ich nicht öffnen. Ich wollte mich eigentlich nur hinhocken. Okay, wir gehen lieber nicht zu dem Mann auf dem Spielplatz, sonst. So. Okay. Did you grow up out of here? No. In another community. Okay, okay, die Frau hat uns noch nicht gesehen. Hello, young Hackerman. Service. What are you doing here? Oh, hi. We're just... You know you're not supposed to wander around the church once the service is over, right? Right. Yeah. I'm sorry, but we were just, well, I lost my ring somewhere around here. So, na, den suche ich gerade auch schon. Ich suche ihn. Sorry. Ja, Leute. John, what are you doing? Ja, ich guck mich um. Sorry, I wasn't really thinking. Okay, there it is. Du bist einfach zu straight hingegangen. Let's hope so. Luckily for us, we never close our door. Okay, Leute. Ich würde sagen, durchatmen und rein da. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Ja. Okay. Okay, Hauptsache der Typ ist nicht da, weil die Frau kann und nichts gegen uns. Let's haul ass. Oh, Daniel. Where are the files? Right there, in her office. Oh, of course it's locked. Einfach auftreten. The door speech is just another lie. Ja. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. Okay. Okay, Leute, dann müssen wir mal hier durch. Whoa. Coach, vielleicht. The evenings in here must be so much fun.
Are you okay, Jake? Okay, was ist das für ein Bild? Lisbeth sure likes to be on pictures. Full of memories and stuff. So ein Buch. Okay, das Buch will ich mir nicht angucken. Ich dachte, man kann da gucken wegen diesem Schlüssel. Gemälde ist vielleicht dahinter irgendwas. This is so artless. Kunstlos, ja, mal. Benutzt so ein Wort überhaupt noch jemand? So, ist hier irgendwas zum Aufgabenliste? Wow. Reinheit folgt gleich Aufförmigkeit. Dennis Haushaltspflichten. Jeden Morgen das Bett machen. Geschirr nach jedem Mal spielen. Jede Woche den Flur und das Zimmer saugen. Montags den Müll rausbringen. Alle zwei Tage Haare waschen. Mir Sonntagswäsche helfen. Jeden Tag dankbar sein. Wenigstens hat sie gute Regeln. Die passen. Okay. Coaxing Lesson 1. Get Daniel his favorite cereal. Ja. Wenigstens versorgt sie ihn. Damit er bei ihr bleibt. Aber irgendwie gefallen mir die. Was ist das? Da. Hautarztpraxis, neuer Morgen. Bla bla bla. Patientenname Elisabeth Fischer. Verschrieben. Antibiotika für Hefepilzinfektion. 250 Milligramm zweimal täglich. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht zu wissen, was die so für Pillen nimmt. Ich würde sagen, wir gucken mal hier hinten. Nach und werden erwischt. Spaß. Okay, hier haben wir ihre komische Pillen. Was haben wir hier unten? Eine Schere. Damit hat sie. Ja. Aber denn die Zahlen sehen einfach so auf, als würde man zum Topf auf den Kopf setzen und einfach nur dran her drumherum alles abgeschnitten haben. So eine Topffrisur. Okay, Orgel. Ja, moin. Wäre schon irgendwie nice. Bett. Geschläfter Danny, oder? Even her bed looks stern. Ja. Okay, Nachttisch, was ist da? Okay. Okay. Danny ist müde, nachdem er seine Gabe eingesetzt hat. Nichts gibt ihn dann nach Energie. Neuer Speiseplan. Er handelt eigenständig. Die Schrift treibt ihn nicht an. Mehr Gebete, mehr Lehren. Junge, das bringt nichts. Er versucht nur, damit er im Gotteshaus ist, damit versucht er halt seine Taten wieder gut zu machen. Daniel schmollt heute Nacht im Unterricht. Wer seine Route schont, der hasst seinen Sohn. Noch nicht muss Gnade zeigen. Auf den Herr vertrauen. Ich habe geweint, als ich die Wunder sah. Das Kind muss ein Gefäß sein. Das wird er uns bringen und wann. Ich hoffe nur, dass die nichts Schlimmes doch mit Daniel macht. Okay, Schublade, was haben wir hier? Oh, shit. Jakob, danke, dass du mir von Daniel erzählt hast. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Haven Point. Bitte sag Daniel, ohne dass du ihm oder der Schwierigkeit einhandelt, dass seine Familie ihn nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, wo Sean ist, aber ich hoffe, auch ihn zu finden. Ich hoffe, das Beste für dich und falls du irgendwas brauchst, zögern nicht. Mich um Hilfe zu bitten. Ich bin hier. Ach, Karen. Pass auf dich auf, Karen. Warum hat sie einen Brief von Karen? Okay. Okay, rufen wir mal Karen an. I found your letter for Jacob. Ja. Too bad Lisbeth found it first. Hä, wie hat sie den denn bekommen? Ah. Yeah. She checks everything. Okay. Into the community. Okay, was haben wir hier? Okay, den Schlüssel. Nice. Easy. Okay. I found a key. Good. Aber ich will mich erstmal noch umgucken. Wenigstens das. Ja. Yes. Kein Gespräch. Yes. We're trying to get into her office. She's locked it up, so. It has to be there. Ja. Okay, wenn es abgeschlossen ist, gibt es nur einen Weg wieder raus. Okay, aber wenn dann einer kommt, ja, gibt es auch von uns. Okay, in der unteren Schublade vielleicht irgendwas noch, was sie geschrieben hat. Von Michael Bloom an Elisabeth Fischer gesendet. Sehr geehrte Pastorin Fischer. Michael Bloom hier. Ich weiß, es ist lange her, seit wir uns unterhalten haben und dass unsere letzte Gespräch nicht unbeschwert war.
Trotz unserer Differenz wussten wir alle, dass sie eine ernstzunehmende Gläubige sind. Niemand war überrascht, dass ihre Worte Worte und Taten so viele Leuten berührt. Ich hoffe, dass sie mir glauben, wenn ich sage, dass wir alle stolz auf sie sind. Doch es tut uns leid, wir schämen uns, dass wir sie gebeten haben, die Kirche zu verlassen und die Macht ihres Glaubens zu verstehen. Wie wir uns in Erinnerung rufen müssen, können Fehlerlektionen sein. Selbst stolze Diakone sollten durch die Weisheit der Herren Demut erfahren. Wir hoffen, dass sie uns vergeben können und wir würden uns geehrt fühlen, wenn sie uns einen Besuch abstatten würden, wann immer es ihnen passt. Gott segne sich, Michael. Okay, oder Maike, keine Ahnung. So, ich würde sagen, betreten. Alter, Leute. Is this Daniel's room? Ach, das ist... Yeah. Ich dachte, das wäre noch ein Weg da rein. Man. It's depressing. Okay. Well, Elizabeth doesn't believe in material possessions. So. Doesn't mean you need to decorate your house like a prison. Ja. Okay, was hat der hier? Okay, hier sind Bilder. Quite the change from Power Bear and Friends. Ja. Fand ich das alte besser. Okay, da gehen wir gleich rein. Finns Armband. Okay, das hat er abgelegt. Was? No matter what happened, I guess Finn was a real friend to Daniel. Ja, was? Natürlich eine Bibel. Zeichnung? Was ist das, eine Zeichnung? Oh, they're so cute. Aha, okay. Daniel hat zeichnen gelernt mittlerweile. Er macht schon langsam Konkurrenz. Liegt wohl in der Familie. Okay, Papier. Gibt's hier irgendwas? Nevada, Daniel einsam. Fischer? Eisenbahnmuseum, eine Reise in die Vergangenheit. Freitag. Total Bullshit. And creepy. Blablabla. Eisenbahnmuseum, eine Reise in die Vergangenheit. Warum gehen die in ein Eisenbahnmuseum? Okay, in Hamburg gibt auch eins, das nice ist, aber ich früher als Kind immer. Shit. Liebster Danny, ich weiß, dass du dies vielleicht nie liest, aber ich wusste, ich musste dich schreiben, nachdem jetzt wohl ein Heiligen Geist mittlerweile durfte. Ich bin ein Sünderin. Ich bin seit Jahren nicht in der Kirche gegangen. Und ich höre von meinen Nachbarn eine Geschichte über Elizabeth Fish und dein Wunder. Ich könnte fühlen, wie der Herr mir zuflüsterte und so fuhr den ganzen Weg von Truck Key nach Haven Point, als ich den Engels Gesicht sah. Wusste ich, dass mein Glaube zurück war. Du hast uns gezeigt, dass Gott lebt und durch Daniel wirkt. Du hast das Kreuz erhoben, da wie er Jesus erhob. Ich habe meinen Glauben wieder gewonnen und stärker denn je. Du wurdest gesandt, um zu beweisen, dass Gottes Liebe echt ist. Ich spare Geld, um dich erneut zu sehen und bete, dass ich für immer dienen kann. Deine Dienerin Laurie Conway, falls du reden möchtest, hier ist meine Nummer. Und ich kann bald dieses ganze Gottesgezeug nicht mehr vorlesen, Alter, mein Kopf geht echt kaputt. He looks happy. Ach da. Fuck. Sein Geburtstag. Ja. Sein 10. Geburtstag, glaube ich. Das ist schon was Besonderes. Der 10. Why is he accepting all that? Welche ich Liebe habe, die weiß ich zurecht und züchtig ich. So sein eifrig und tue Buße. Okay, Leute. Ich würde sagen, geht's hier rein. Okay, ich öffne einfach mal die Tür. Locked, of course. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann, weil wir mit Jacob reingehen wollen, durch die andere Tür. Das ist halt noch eine Hintertür, würde ich sagen. Jacob wartet. Wo ist Jacob? Jacob ist weg. Okay. Schüsse ausprobieren. Ach, hä, warum steht er da plötzlich? Okay. Yes. Okay, wir sind drin. So, es geht jetzt ab. Whoa. Noch ein Raum. Is this her personal archive or something? Ach, das ist das Archiv. Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, warum braucht sie die Infos darüber? Für einen Arzt oder okay, was? I've got something. Was ist das? Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? Ach, eine Lungenentzündung. Oder? And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. Ja, warum macht sie das dann nicht?
She's insane. Denkt sie, dass Gott jeden heilen kann oder was? She has a file on you too. Was? You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you like sick? Hm? Conversion therapy? Was ist das denn? Wanted to cure you from being pretty much. I always showed more interest in boys than girls. Ach, er ist schwul. Freak. Junge, das ist sowas in der heutigen. Dass es sowas in der heutigen Gesellschaft doch gibt, verstehe ich nicht, wo halt so viele so tolerant dagegen ist. They wanted her to do that. Mom and Dad thought I had a demon inside. Ja, was für ein Dämon. Junge, es ist, really ist doch egal, so zu was für einer Sexualität man angehört. And how did that go? Not good. I just prayed all the time and stopped hanging out with boys. Was? Girls. Everybody. I got depressed. Paranoid. Okay, das ist verständlich, wenn man keinen sozialen Kontakt mehr hat. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Suizid oder was? Very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. Will ich einfach nur nicht haben. Really get her, Sean. Schon feindlich. But Elizabeth does believe in all this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. Ja. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. Ja. Jo, dann machen wir es ja richtig. We just have to get Daniel out of here. Ja. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. Und wie müssen wir Daniel wieder hinkriegen? Ja, keep our money for your sister. She needs it. Oh, I can't do that, Sean. That's a lot of. We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Ja. Thank you, Sean. Vielleicht wird uns den Rest wiedergeben oder so. Ja. Ja, es geht. Wir sind gleich drin. What's up? You got company. That dog who works with Elizabeth, a woman just spoke with him. Now he's oh nein. This guy is dangerous, Sean. Ja. Trust me. Hey, I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Okay. Dann mach. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. Okay, nur ich hoffe, es passiert nicht. We gotta hide. Now. Schrank. Schrank. Hurry up. Ja, dann lass uns hier drin verstecken. Beide Sachen sind sehr. Sind beide sind sehr auffällig. Hä? Hey, nehmen wir halt den anderen Schrank. Wenn der nicht. Okay, ja, da geht's nicht rein. Wir müssen den Schrank nehmen. Schrank schließen. Ach, wir müssen. Ah, alle Beweismittel erstmal. Schreibtisch. Ja, wo? Ja, moin. Okay, ich verstecke mich dann hier drinne. Okay. Und jetzt? Warten, oder? Ja, er kommt. Hey, I know you're somewhere in here. And if I find you... Okay, beide hier sind alle Verstecke nicht so gut, wenn man hier durch diese Ringe durchgucken kann. Am Schreibtisch halt. Wir würden, glaube ich, so oder so gefunden werden und dann gibt es gleich Stress, irgendwie eine Schlägerei oder so. Kommt Daniel, gibt es Eskalation? Keine Ahnung.
Huh? What? What the fuck is going on? Hä? Was macht Karen? Alter, Windows. Mich juckt sich das Update kommen. Sean. Do you think it's gotta be Karen? Oh. Alter, ich hoffe, der geht's noch gut. Auch wenn die Scheiße ist, ist das immer noch die Mutter. Man, that was crazy. Das ist eine Bibel. Really, ja, ich brauche nicht von der Bibel. Okay, gut. Was hast du gemacht? Yeah. Nice job. Okay, können wir da jetzt irgendwie rein oder so? Gucken wir halt bei der Bibel. Anything else? Nein. Okay. We shouldn't be here. Are you ready? Ja. Gehen wir. Yeah. Let's go. Da Leute, Adrenalin ist gerade irgendwie pur, obwohl es einfach nur ein Game ist. Trotzdem, ich fühle das mittlerweile. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Ja. Yeah. Er möchte eine Kirche anzünden. So we're all good now. I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay. Then let's meet up at the car, okay? All right. You be careful, okay? You too, Sean. Good luck. Wo ist denn hier, ist die Frage. Ist der in einem Gebäude oder? Come in, Karen. See anything? No, you're all clear. Okay. Awesome. Talk later. Müssen wir jetzt in die Kirche rein oder was? Schütze, ach, das ist gar nicht die Kirche. Der da war irgendein Gebäude angebrannt. Hä, wo sind die denn? Ach, oder läuft gerade ein Gottesdienst? Keine Ahnung. Okay, hä? Sind die in der Kirche? Wird Daniel weiter bekehrt oder? Hä? Hallo? Gibt's nicht irgendeinen Hinweis? Ach, hier ist Karen. Hatte Karen, was willst du hier? Yep. Ja, wir müssen aber jetzt Daniel finden. Did you find what Jacob needed? No. So you know what you're gonna do? No. No. Well, let's do it. Wir werden mal wieder improvisieren müssen, wie immer. Let your power speak through this young vessel. I am your humble Sean. Servant and will obey your every command. Ja, Daniel hat Artikel. I told you, he's kind of special. Ja. Hey. Sean, you came back? Enano. Ja. Little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. I'm sorry, Sean. I can't. Warum? She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Nein, du bist durchgeknallt. You'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. Alter, was ist zu machen? It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean? Who is she? Our mother. Ja, jetzt kommt die Mutter ins Spiel. Jetzt gibt's Stress. Bitchkrieg. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. Was? I mean, she's right there. Was will sie da machen? Don't be afraid. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. Oh, Alter, hier gibt's gleich Richtigerei. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. Ja. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Doch. Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world.
Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, die Mutter. You also gave up your rights. Isn't your den God all about forgiveness? Technisch. Ob's geistig für ihn so ist, dann nicht. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Ja. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible. Alter, Junge, Daniel, tut mir gerade leid. You don't know anything. It was an accident. Ja. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. Ja, das I'm just ist. So sorry, Daniel. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know it's not enough, but I hope we can talk about this together. Ja. That's what kann I've dir noch eine zweite Chance geben. And I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her? Ja. Or me? I... That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us. His true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Nein. So. Holy shit. Alter, Daniel wird immer wie aggressiv gegen uns. Immer kriegt Sean alles ab. Are you okay? Nicholas, they're heretics. Sent to desecrate our church. Okay, what now? Don't you understand? Alter. This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. Kriegt Sean jetzt auch Kräfte oder was? Leave you, Daniel. Not here. Okay, Leute, jetzt gibt Action. Stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee. She's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? Ja. She wouldn't do this that. Is pointless. Daniel knows who to trust. Alter, hör auf, alles zu leugnen. I know. She went to see doctors for herself when she was in pain. She never waited for a miracle when she was in danger. What? Yeah. Is that true? Reverend Mother, have faith in me, Daniel. Sie leugnet einfach. I know what I'm doing. God is speaking to me and to you. Ja. Schädliche Gemeinschaft. This is a toxic community. She's cutting everyone from the world. Ja. Keeping things secret. She wants to keep you to herself. It's better like that. At least I'm not hurting anyone anymore out here. Du hast you found your home here, Daniel. Don't let him trick you. What do you think Dad would say if he saw us right now? He wanted us to stick together. I don't know. I want you to stay. But I'm not ready, Sean. Uh-oh, fire. See what you have done. Hey, Enano. Back off. No one is gonna keep me away from you. Uh-oh. I said stop! Da, Junge, auf zu schubsen. Don't. I came all this way for you, and nobody will stop me. Okay, Leute. Cross hell oh, jetzt geht die Action ab. Oh. He must learn. Wo muss ich lernen? Listen. Oh. I did my best job to be a good brother. Ich hab's doch versucht. And I know I probably failed. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sure, don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up. He can hit me as much as he wants.
I won't give up on you. Don't hit him. Don't let them do that, Daniel. Shit, Alter. Komm her. Komm schon. Machst du das? Time, I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks, then pick the movie, because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anu. Stop so it! We have to keep going forward. What are you gonna kill him? Please! He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Was für ein Glauben, Alter. You're telling the truth. Don't give up. Oh. Junge, Alter. Ich würde diese Frau jetzt am liebsten ins Feuer werfen. Nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. Dad always said, our blood link was the most important thing. You know. Oh. Leave him alone. Daniel, listen to him. Aber Sean hat ein gutes Durchhaltevermögen. Torschläge mit der Knarre. Okay, Leute. Sorry, dass der Part länger wird. Ich kann bei dieser Action kein Cut, kein Ende für euch machen. Ja. Oh. Sieht mies für uns aus. Oh nein. Don't move. Just stop. If you want to kill me, then do it. I'm not afraid. Do it. Shoot. Don't. Go ahead. What? Shoot me in the face. And live with it. No. Oh nein, Daniel, ruhig bleiben, Daniel. Stop. Daniel, Sean. Ha. Wenigstens haben wir jetzt Daniel wieder bei uns. I was so confused. I thought she was someone else. Ja. I'm sorry. Sean, we need to get out of here. Now. So Leute, wir müssen uns jetzt schnell beeilen. Im letzten Part gab es ja die Eskalation mit der Pastorin. You will all burn in this hell. Daniel kann einfach so einen telekinetischen Schlag Move. Machen. Let us go. Ja. Move it. You won't leave this place. Was willst du gegen uns machen? Not with me alive. Was willst du machen, Sean? Hm. Alter, Scheiße, fuck, Leute. Drohen, wie kommt das denn dann? Dann würden wir es per Hand machen. Daniel bittet sie aus dem Weg zu räumen. Es würde leicht gehen. Aber es wäre ja auch nicht für Daniel. Ah, gut. Jetzt sagen wir, versuchen sie ihr zu drohen. I said move! Or I will hurt you. Sean, foolish child. You can't threaten Ach, mit der Waffe. Me with death. I embrace it. I know what awaits me. Sean, nicht schießen. Nein, wir werden auf jeden Fall nicht schießen. Am Arsch kill ich dir. Am Arsch. Wir sind kein Mörder. Ich frag Daniel. Ich muss Daniel fragen. Open the door and then. Daniel, after all, you can still repent. I don't believe you anymore. Der Schlag war mies. Aber ich werde dich killen, Leute. Auch wenn ihr es sehen wollt, dass ich die töte. Nein. Das mache ich nicht. Jetzt nimmt die Waffe und jetzt kommt der und schießt auf uns, oder? Nein, doch nicht. Oh. Ich dachte, jetzt auf uns ein bisschen shooten. Shooter mal shooter.
Ja gut, das war's mit der Kirche. Hat ein kleines Feuer gefangen. Wenigstens sind wir jetzt wieder als Familie vereint. Aber was machen wir als nächstes? Wie gehen wir vor? Wollen wir dann mit unserer Mutter nach Arizona? Oder was? Was wird es doch erwarten? Was ist das jetzt? Leute. Okay. Wenigstens sind die raus. Wen geht's gut? Warum will sie in die Kirche zurück? Hä, will die sterben oder was? Alter. Schon krass, was passiert ist. Hä? Was jetzt? Und hier oben. Natürlich wieder eine schöne Rauchen. Alter, ich wüsste nicht, wie das weitergeht. Alter, die Cutscene. Wenigstens ist das Band zwischen uns beiden wieder gut. Wenigstens haben wir jetzt unsere Mutter. Was das jetzt mit... Das war's mit Episode 4, was? Okay, Leute, dann werde ich durch das noch hinter den letzten Part schneiden. Weil so ein 4-Minuten-Part kann ich nicht klatschen, dann wird der andere... Naja. Was? Und mir kommt irgendwie diese Episode viel kürzer vor als die anderen. Hä? Ist das so... Mir kam irgendwie 1, 2 und 3 viel länger vor. Okay, muss ich da mal Länge der Folgen gucken. Aber kann sein, dass sie ja auch gleich ist und mir das nur so vorkommt, weil ich sehr viele Parts hintereinander aufgenommen habe, weil ich vorproduzieren musste und so, Leute. Aber ja, krass, was passiert ist. Naja, ich fand die Episode jetzt nicht so atemberaubend. Ich fand die Episode 3 hingegen viel cooler. Mehr Action, mehr Tiefe zwischen dem Ganzen. Hier haben wir halt unsere Mutter getroffen und so. Hier hatten wir ja Komplikation mit Danny und so. Es war schon nice. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was jetzt wir jetzt machen, was unser nächster Plan wird. Wir müssen jetzt bis zu Dezember warten. Ja, Leute. Mal schauen. Jetzt wird wieder lange gewartet. Yay. Ich freue mich rein gar nicht. Wieder warten müssen. Ja, Leute. Aber das war's mit dem Clone Life Strange. Das Pell fürs Erste. Es wird jetzt wieder pausiert, Leute. Bis Dezember der nächste Part kommt. Und dann auch die letzte Episode zu dem Spiel. Alter, Leute. Wie schnell wir damit auch schon so durch sind. Alter. Das Spiel. Das jetzt Play läuft bald. Das Spiel ist bald ein Jahr draußen. Das Play läuft jetzt seit Januar. Wir haben es jetzt August. September, August ungefähr. Wow. Krass. Pff, was? Oh, ich. Leute, es kommt ja noch ein Teaser. Oh, ich bin gerade gespannt. Nice, ich habe den Eignungstest bestanden. Okay, wie konnte ich den denn bestehen?
Du hast beide Sehtests bestanden. Ah. Ach, weil ich das gut hinbekommen habe, mein Auge zu bewegen. Aha. Okay, ich habe. Okay, die meisten haben es geschafft. Okay, gut. Ich habe die meisten gesagt, dass Finn dafür schuld war. Okay, wenige Leute haben die Schuld auf sich. Die gemeinsamen Wacht. Okay. Aber es wäre ja auch Finns Schuld, so. Du hast den Wärter angegriffen. Okay. Okay, ich wusste jetzt nicht, ob man richtig aus dem Fenster gehen kann. Ich war mir unsicher, du hast Joe angegriffen, aus dem Krankenhaus zu flüchten. Joe? Du hast Joe überzeugt, dir bei der Flucht zu helfen. Alter, wer greift denn bitte Joe an? Okay, krass. Okay, die meisten sind wohl einfach aus dem Fenster gegangen. Okay, viele haben auch mit Finn geredet. Mir war es halt viel zu riskant. Und ich wollte auch nicht mit ihm reden. Okay, man konnte Dennis Spielzeug, als man es aus Chats Hand genommen hat, kaputt machen. Okay, ich wollte es auf Deeskalationsbasis machen. Haben viele aber auch gemacht. Aber die meisten haben es halt kaputt gemacht. Okay. Okay, es konnte sein. Okay, wenn man das hier macht, kann es passieren, dass man nicht aufgefordert wird zu singen. Okay, wir haben halt gesungen, weil ich es auf eine Deeskalationsbasis halten wollte. Ich hatte keinen Bock auf Schläge. Okay, du bist nicht in den Truck gestiegen und nach Haven Point gelaufen. Wer macht das? Wieso läuft man? Vertraut man den Leuten so wenig? Aber ja. Okay. Ich habe einfach so der Kirche, weil ich dachte, das wäre eine gute Kirche, Geld gegeben. Jetzt bräuchte ich es im Nachhinein. Okay, die meisten haben Karen vertraut, sich zu öffnen. Okay, verständlich, dass viele auch gegen Karen hart umgegangen sind. Okay, es haben welche abgebrochen. Okay. Okay, ich bin nicht mit Karen raus. Okay, krass. Alter, warum sind alle so nur Raucher? Okay, ich brauchte halt die Hilfe nicht. Ich hab's auch so selbst hinbekommen. Okay, Nikolas. Ja, sorry, ich bin einfach so losgegangen. Ich hab nicht gemerkt, dass die... Ich wusste auch nicht, wie ich da durchgehen sollte. Um bei der Frau halt zu, nicht mit dir zu reden. Du hast... Okay, gut, dass viele haben auch mit Jacob das Geld geteilt. Du hast... Okay, wir haben es geschafft, uns gut zu verstecken. Okay, du und Daniel habt Elizabeth verschont. Du hast Elizabeth erschossen, als Daniel sie verletzte. Du hast Elizabeth erschossen, ohne dass Daniel sie verletzt. Du hast Daniel seine Kraft auf Elizabeth anwenden lassen, als er sie verletzte. Okay, zuerst konnte... es war dann, glaube ich, so. Man hat sie weggeschleudert, sie ist wieder aufgestanden. Und dann... Zuerst halt umschmeißen, dann schießt man hier ohne umschmeißen, so wie wir es gemacht haben. Und dann abgeschossen. Oder du hast und zweimal dann halt Daniels Kraft oder so eingesetzt, keine Ahnung. Wir haben aber das, was die meisten Leute genommen haben und auch, finde ich, das Beste. Okay, hier kommen halt keine Daniel-Sachen, weil wir nichts mit Daniel so richtig zu tun hatten. Und was passiert wohl in der letzten Episode? We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. You ready? Yeah, I think. Haben wir es geschafft, nach Puerto Lobos zu kommen? Nach Mexiko? Bis die nächste Episode erscheint, kannst du Sammelmodus. Okay. Möchte ich nicht spielen. Krass, Leute. Haben wir es geschafft, nach Mexiko zu kommen, nach Puerto Lobos? Und soll das die Mauer zwischen Mexiko und der USA von Trump zeigen? Keine Ahnung, Leute. Krass.
Leute, was in der Episode abging? Hier die Mauer. Ich weiß echt nicht, was das für eine Mauer jetzt ist. Und ja, vielleicht hänge ich euch nochmal was hinzu, wenn ich herausgefunden habe, was das mit der Mauer hinzu hat. Sonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonnieren. In der Videobeschreibung oder in der Playlist steht, wann die nächste Episode rauskommt. Wenn rauskommt, werde ich die direkt downloaden und versuche am nächsten Tag, ja genau, auch noch an den Tag zu spielen. Mal sehen, Leute, und dann werdet ihr die Tage danach, nächste Episode kommt, die letzte von Life Strange 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr Minecraft Eternity jetzt noch schauen, das jetzt neu da ist. Meine neue Serie, die nice ist. Oder Pokémon X. Und sonst sag ich nur ciao. Leute.